Guten Tag, Kim. Der ist der Rechtsanwalt aus Koblenz. Der hatte nie gewusst, seine Fuß so schwach war. Hast du gewusst, schwach? Nein, habe ich nicht gewusst. So, rein hoch. Was machst du? Schneller! Nichts, unkontrollbar. 0,3 Sekunden, keine Widerstand, keine Kraft. Ich drücke langsamer. Langsam hast du. Jede Woche zweimal 15 Kilometer Jogging. Ja, so gemacht. Ungefähr. Ne? Ja, aber ja. Du hast kräftiger Training, aber keine Kraft. Und die Fuß mehr Probleme als hier. Der Fuß vorher genau selber. Jetzt Bein hoch. Hoch. Das ist Kraft geworden. Stimmt, ja. Vorher war genauso schwach, ne? Das stimmt. Breiter. Gegen. Ja. Ja, stark, ne? Innen. Stark. Vorher war außen schwach. Dadurch, die Schüftegelenke bleibt nicht zentral, immer außen. Dadurch Spannung. Aber noch nicht, aber Arthrose ganz am Anfangsstadium. Kann man so schnell reagieren. Und hochziehen. Locker lassen. Locker. Hier aber so weich. Und hier fest. Jetzt hoch anziehen. Jetzt stark geboren, ne? Ja. Merkst du oder nicht? Ja, merke ich. Ja. Darum jetzt kannst du Jogging und laufen, weil der Fuß so stabilisiert. Die Problem liegt, Hauptproblem liegt der Schuh. Der Herrenschuh. So. Da hat er die Fußseite gedrückt. Dann pimpt sie, Beugung, Kraft, Balance, Sensor, alles blockiert. Schön, ne? Sehr schön. Ja? Da hat er kaputt gemacht. Der muss so breite Luft haben. Da repariert, dann hat er Kraft. Der noch nicht repariert. Die war. Hier, Zähnen gibt es hier. Ja, besser. Die Feuerzeug. So. Kann man zu Hause alles probieren. Aber selber nicht, immer Fremder. Hier. Da. Dann nachher. Das ungefähr 5 Sekunden, mehr nicht. Dann kommt du sofort. Hochzieh unter. Feste. Ja, jetzt hast du Kraft. Hier, die habe ich noch nicht behandelt. Der ist kein Widerstand. Die Kraft kommt, dann nochmal hoch. Die Kraft. Der war noch weich beim Hoch, dann gar nichts. Durch Training, Menschen bilden nicht stärker. Du hast sehr gut trainiert, jede Woche zweimal Jogging, aber nutze nicht. Jetzt nervenfrei, da kommt sofort Kraft. Und die Kraft, Kopf weiß gar nicht. Jetzt weiß, dass der schwach stark. Vorher beide schwach. Dadurch so viele Gelenkkrankheiten kommt, weil unbewusst Nerven ist. 0,3 Sekunden Arbeit. Zum Beispiel hier nochmal testen. Bein hoch. 0,3 Sekunden. Zack. Keine Widerstand. Nochmal hoch. Ich drücke langsamer. Oh. Dann hast du Kraft. Gesunde Muskel. Hoch. Schnell. Langsam beide. Der schnell nicht. Darum jetzt das Sport verboten. Hast du einen verstanden? Habe ich verstanden. Ja. Und hier mache ich wieder so Kraft. Das ist sehr weh. Ah, und noch einer. Wie geht's dir, die Achilles? Gut. Gut, ne? Ja. Vorher war hier empfindlicher, unangenehm, ja. Hast ein bisschen wehgetan. Ja, wenn der frei ist, hochziehen, die Gegenmuskel frei, die Kraft kommt, dann Achilles dehnt sich das. Ganz schneller, ne? Mhm. Ja. So Viertelstunde, alle wieder okay, gesund. Wenn neuer Schuh, Großraum, laufen, dann kriegen sie Kraft. Jetzt wollte die Leute zeigen, dass wo da ist. Da gibt es eine Sehne, die Sehne geht hier.
Tut das weh? Ja. Ja. Das ist schlimmer als Kinderkriege. Aber in 2 Sekunden geht es weg. Verletzungsschmerzen dauert länger. Das ist nur Reizung. Hoch, zur Beugung. So, wie geht es dir jetzt dann? Besser. Komisch, ne? Ja, ist komisch. Aber erstaunlich. Ja. Die Kraft abhängig von Nerven. Jetzt Bein hoch, hoch. Fester. Ja. Wie geht's jetzt da? Hält. Wie stark geworden? Viel stärker. 30, 50 Fack. Hoch nochmal hoch. Jetzt schneller, langsamer weiter. Mhm. Hoch, schneller, langsamer. Dann nach 3-4 Monaten, dadurch die Umgebung, Gelenke, Kapsel, Sehnen, alles Entwicklung dauert 3-4 Monate. Dann die beiden Fußfundamente stärker. Aber erst der Schuhkaufe, dann nachher viel gehen, 26 Knochen trainieren. Mhm. Ja, dafür andere Sport alle verboten. Jetzt Sport nur hier. Ja. Gut verstanden, ne? Ja. So hoch nochmal. Ja, siehst du. Dein ganzes Leben so Kraft noch nie. Weil alle Muskelkraft abhängig von dieser Zielbeugungskraft. Hast du gehört, ne? Ja, knackt. Ja. Jetzt Knochenbau, Feuerbau, andere Form. Jetzt geht wieder rein. Mhm. Dann flexibel. Training ist ein neuer Schuh. So, zeige ich nochmal. So, ich ein bisschen gucken. Die Antenne war kaputt. Okay. Jetzt der Schuh muss so ändert werden. Die Schuh hat der kaputt gemacht. Jetzt wie viel Lumbogröße? Ja, 4 bis 5. Ja, jetzt Pimp Lumbogröße die Modell. Mhm. Alles verstanden, ne? Ja. Und alles verstanden. Das, wenn du deutsche Gesetze stoßen, dann kriegst du Strafe, ne? Wenn du Naturgesetze gestoßen, dann kriegst du Strafe, Aua. Kapitel, ne? Ja. Sie sind rechts am Ball, du verstehst gut. Ja, ja. Bis jetzt verstehe ich alles. Das ist wahr, das muss man hören. Aber darum, wenn eine Kunde die tragen wollen, nicht wenden wollen, da kann man nicht helfen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ja.